Hallo und herzlich willkommen zu unserer SUP-Tour hier in Metz auf der Mosel in Nordfrankreich. Mit am Start ist der Philipp, da steht unser Bus, da sind unsere Boards und da ist schon die Mosel. Viel Spaß auf der Tour! Auch, aber nicht nur wegen der tollen Wildwasserstrecke in Metz, ist diese Stadt an der Mosel ein kleiner Geheimtipp. 100 Kilometer südlich von Luxemburg bietet diese wunderschöne Stadt eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, aus der Antike bis in die Gegenwart. Alleine schon beim Paddeln in den Kanälen der Mosel durch die Altstadt glaubt man nicht, wie schön es hier ist. Aber schaut doch einfach selbst. Die Tour startet ganz in der Nähe des Fußballstadions des FC Metz und geht direkt in die Finger der Stadt. Über die 500 Meter lange Wildwasserstrecke, die auch ausgelassen werden kann, kommt man in den westlichen Arm der Mosel, von wo es aus über den Teich wieder zurück zum Startpunkt geht. Wer die Tour erweitern will, findet eine weitere Schlaufe von ca. 9 Kilometern wieder zurück zum Startpunkt. Campingmöglichkeiten sind hier dünn gesät, aber die eine ist sowas von zentral, dass man die ganze Stadt von dort aus zu Fuß erkunden kann. Schauen wir uns den Ein- und Ausstieg näher an. Der liegt ideal am Kajakclub de Metz. Nur um die Ecke gelegen, ein riesiger Parkplatz in nur 100 Metern Entfernung. Im Kajakclub gibt es auch die Möglichkeit, sich Material zu leihen. Egal ob SUP, Kanu oder Kajak, hier bleiben keine Wünsche fürs Wasser offen. Bringen wir in die Originalbilder. Ja, der Einstieg hier am Kanu- und Kajakverein hier in Metz. Wir haben da auch schon ein bisschen gequatscht. Sehr, sehr netter Verein oder sehr, sehr netter Club. Haben dort uns auch Informationen geholt. Dort könnt ihr auch ein SUP ausleihen, wenn ihr möchtet, oder ein Kajak. Die Tour wird heute grün, aber auf jeden Fall auch in die City runter. Das wird so eine kleine urbane Tour. Da geht die Runde auch nur 3 Kilometer und die fahren wir als erstes. Und im Anschluss werden wir dann wahrscheinlich schon ein bisschen die Mosel entlang, ja, ins Grüne fahren. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine richtig coole Wildwasserstrecke. Die kostet auch 3 Euro. Die haben wir auch schon bezahlt. Wir haben nämlich im Vorfeld schon mit dem Fahrrad hier alles erkundet. Und ich kann euch sagen, ganz unabhängig von dem, was wir jetzt hier auf dem Wasser machen, also Metz als Stadt ist wirklich ein kleiner Traum und für mich eine absolute Überraschung. Ich kann es euch nur empfehlen. So, und jetzt geht's aufs Wasser und ich sag mal viel Spaß. Super, mit einem Tourer Slalom fahren. Wie immer lasse ich für euch meinen Trecker mitlaufen, um unsere Tour 1:1 wiederzugeben. Wer sich die Tour aufs Handy laden will, scannt oben rechts den QR-Code. Der erste Kilometer ist überraschend grün. Und während Philipp und ich hier in Richtung Innenstadt paddeln, gibt's mal die kompakten Tourdaten. Da die Mosel in vielen Teilen gestaut ist, gibt es hier quasi keine spürbare Strömung. Auch wenn, wie hier geschrieben, in Frankreich eine Schwimmwestenpflicht herrscht, muss man diese quasi nur an Bord dabei haben, um den 70 Euro Bußgeld zu entgehen. So, da hinten der erste Kirchturm von der Innenstadt. Den Teich hier auf der linken Seite mit der schönen Fontäne, die übrigens, ich glaube, 13 oder 16 Bar hat. Also da nicht irgendwie mal versuchen zu meinen, ich greife da mal rein. Könnte wehtun. Lassen wir jetzt erstmal links liegen und fahren direkt in die Innenstadt und an die Wildwasserstrecke. Vor der Einfahrt in die Stadt geht es noch an einer kleinen Marina vorbei. Wer keine Power in den Armen zum Paddeln hat, kann sich auch per Beinkraft mit dem Tretboot durch die City schippern. Oder, für die ganz Faulen, sich ein Elektromotorboot ausleihen.
Wir fahren jetzt an der Wildwasserstrecke vorbei. Die geht nämlich jetzt hier hinter mir rein. Noch ein kleines bisschen hier in diese Finger der Mosel, in die Innenstadt. Das sind nur ganz kleine Schlenker. Und dann geht's ab in die Action. Direkt vorne auf der Moselinsel thront der Tempel Neuf. Man kommt sich hier ein bisschen vor, als wäre man auf Zeitreise ins Mittelalter. Dazu muss ich nichts erklären, da kommt man nicht weiter und muss schon wieder umdrehen. Jetzt geht es von dem einen in den anderen Kanal oder Finger. Metz schafft es wunderbar, Altes mit Neuem zu verbinden. Und weil es hier einfach so schön ist, lasse ich kurz die Bilder sprechen. Macht Spaß! An dieser alten Mühle ist auch hier jetzt der Umkehrpunkt. Und jetzt geht's wieder zurück zum Wildwassereinstieg. Im Hintergrund die Kathedrale. Hallo. Das waren jetzt die zwei kleinen Finger in der Innenstadt. Und jetzt geht es direkt vor zur Wildwasserstrecke. Hier neben habt ihr einen guten Ausstieg, ihr seht die Treppe schon. Da würde ich jetzt erstmal an eurer Stelle gucken gehen, wer da so im Wasser ist und wie das Ganze vom Land aus aussieht. Ja, diese Jungs verstehen wenigstens was von dem Thema. Philipp und ich sind eher da die Dilettanten, die das einfach machen. Aber wie gesagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber wir versuchen uns da möglichst viel Information jetzt hier vom Wasser abzuholen. Ja, uns geht ganz schön die Muffe.
Wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gemacht und Philipp ist der, der ran muss. Und außerdem, ich bin der Kameramann. Ah, was ein Glück! Ein riesiges Dankeschön an diesen Wassersportler. Nicht nur eine Top-Einweisung ins Gewässer hat er uns gegeben, nein, der Kerl hat uns, wie ihr gleich sehen werdet, bei all unseren Runs begleitet und war zu unserer Sicherheit immer zur Stelle. Das nenne ich mal Gastfreundschaft. Um uns zu verdeutlichen, auf was wir uns da jetzt gleich einlassen werden, schlägt er sogar noch ein paar Turns für uns. So, wir haben uns jetzt maximal präpariert. Ich habe auch eine Schwimmweste an, falls ich Philipp retten muss, damit ich genug Auftrieb habe. Philipp mit den Knieschonern, Ellenbogenschonern, Schwimmweste, Helm. Viel Glück, mein Junge! Erster Versuch. Alles gut? Warte, hier kannst du rein. Uiuiui. Oh. Ui, ui. Ui, ui, ui. Nein, das muss man nochmal machen. Während wir wieder zum Start laufen, noch einer von den Profis. Ja, nur noch mal als kleiner Hinweis, man muss natürlich nicht diese Rampe oder mit dieser Rampe hier starten, sondern man kann natürlich auch ganz bequem hier einsteigen, wo ich stehe und dann quasi ja, die etwas kleineren Stromschnellen nehmen und vielleicht sogar noch eine Stufe tiefer, aber die gucken wir uns auch noch an. So ihr Lieben, jetzt bin ich dran, wünscht mir viel Glück. Ja. War schon wieder so ein Hammer! Meine Fresse! Adrenalin pur! Ach, schade! Ich hätte es echt schaffen können. Ja. Ja, auch wenn hier bisher überhaupt nichts geklappt hat, war es trotzdem eine sehr, sehr witzige Aktion und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es mit einem Wildwasserboard besser geklappt hätte, aber ich glaube, das macht schon noch mal ein bisschen was aus. Mit so einem 12-6er und einem 11-6er Tourer ist überhaupt nichts mit Wendigkeit und alles sehr, sehr träge. Ich glaube, mit einem richtigen schönen Wildwasserboard hätte man hier mehr Spaß. Man müsste natürlich ein bisschen üben an der Sache, aber das ist eine richtig schöne Übungsstrecke. Und ihr werdet ja auch gleich noch sehen, es geht noch ein ganz schönes Stückchen weiter nach unten. Da kommt der Philipp und dann geht es jetzt nochmal gemeinsam weiter. Nächste Stufe nach der Brücke. Philipp!
Das war nochmal eine richtig schöne Abfahrt. Super. So, hier unten raus geht es dann wieder nach links hoch und es geht in Richtung eines Wehres. Nach unserer Wasserschlacht im Wildwasser und jetzt auf dem Weg Richtung Wehr bekommen wir von zwei Graureihern noch eine Luftschlacht geliefert. Da hinten ist das Wehr. Hier vorne ist der Ausstieg mit einem Schild. Da wisst ihr, wo ihr raus müsst. Und die, ja, 200 Meter, die müssen wir jetzt einfach umtragen. Ihr kommt von da hinten den Waldweg hoch, ein kleines bisschen übers Unigelände, dann hier an der Schleuse vorbei und da hinten geht es dann ab ins Wasser. Guter Einstieg. Sehr schön. Die Steine kommt man hier ganz gut wieder zum Einsteigen und dann geht es hier nach links weiter und ihr kommt dann gleich wieder in diesen großen Teich, wo die Fontäne am Springen ist. Auf diesem Arm geht es dann auch wieder einen Kilometer durch die Natur. Okay, bei 30 Grad ist ein bisschen Abkühlung gar nicht verkehrt. Ab zur Fontäne. Ja, an der Fontäne schließt sich quasi wieder unser Kreis. Hier hinter uns die Kathedrale, da waren wir ja direkt am Anfang. Und ja, jetzt geht's wieder auf dem Moselarm wieder zurück zum Einstieg. Das war unsere Tour hier in Metz. Wenn euch die Tour gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo.